Willkommen zu einem neuen Video, dem Monatsvlog März. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Lunch mit Arkit und wollte euch vorher mein Outfit zeigen. Und ich versuche gerade mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen in den Orten, wie ich meine Outfits zeige. Deswegen mal gucken, ob das hier ganz gut funktioniert. Also, ich hatte heute Lust, wieder diese weinrote Hose anzuziehen, die ich in dem letzten Styling-Video, was ich gefilmt habe, angezogen habe, und kombiniere aber ein anderes Oberteil dazu, und zwar eins von Arkit, also hier diesen Strickpolunder. Das sind leider alles alte Sachen, aber die sind jetzt nicht so speziell, deswegen denke ich, dass es die Sachen auch eh nicht irgendwo anders gibt. Naja, jedenfalls wie gesagt, alles Head to Toe Arkit. Dann dazu meine Phoebe Philo-Tasche, die ich dann auch so, hätte ich auch so im Video zu dieser Hose und so kombiniert. Und weil es schon so ein bisschen frisch und windig draußen ist, nehme ich als Jacke dazu diesen Männermantel von Arkit. Ja, so. Und das wäre quasi schon mein Outfit. Also relativ simpel, aber ja, so eine farbige Hose macht das gleich immer direkt ein bisschen besonderer. Und falls die Sonne scheinen sollte, was ich nicht glaube, aber falls, nehme ich noch meine neue Sonnenbrille mit von Phoebe Philo, die das Ganze so ein bisschen cooler macht, weil die so sehr, sehr kantig ist und ja, ziemlich cool, finde ich. Und ja, das ist mein Outfit für heute tagsüber. Ich habe heute Abend nochmal ein Event und ich denke, ich werde euch dann vorher einfach nochmal mein Outfit zeigen, was ich dann für dieses Event anziehen werde. Und ja. So, ich habe natürlich nichts gefilmt bei dem Lunch, aber wir waren im Restaurant Remy. Das ist in Berlin-Mitte. Da war ich vor 1000 Jahren mal. Vor 1000 Jahren, also ich glaube, es war irgendwann vor Corona, zusammen mit Johannes und zwei Freunden, und da fanden wir es echt gar nicht gut, also so vom Preis-Leistungs-Verhältnis und so weiter, und bin seitdem auch nie wieder da gewesen. Und das Essen beim Lunch war aber echt gut, muss ich sagen, und ich habe noch mal ein bisschen auf die Karte geguckt und dachte, klingt eigentlich ganz gut. Also eventuell sollte ich dem Restaurant noch mal eine Chance geben, weil eigentlich finde ich es vom Ambiente sehr schön da, und auch die haben halt so eine kleine Terrasse, wo es eigentlich auch ganz schön ist zu sitzen, wenn es dann wärmer ist. Ja, also muss ich glaube ich nochmal ausprobieren. Und außerdem, ich trinke seit diesem Jahr keinen Alkohol mehr, einfach so. Und die hatten einen super, super leckeren, alkoholfreien Natural Wine. Ich glaube, ich blende euch mal das Foto ein von dem Label, was ich gemacht habe, weil das war echt richtig lecker. Der war echt richtig lecker. Und ja. Also so viel zu Remy. Der Lunch war insgesamt sehr, sehr schön. War schön, mit Leuten zu quatschen und so weiter. Und ja, heute Abend ist dann nochmal ein Event von Arkit. Also das Ganze ist in Celebration für deren neuen Store, den sie in Berlin-Mitte aufmachen. Und ja, heute Abend ist dann das Event in dem Store. Und da gucke ich schon, was ich anziehen werde. Also ich weiß eigentlich schon, dass ich, glaube ich, das anziehen werde. Und das zeige ich euch mal, bevor ich es nachher vergesse zu filmen. Jedenfalls wieder ein Polunder, aber diesmal in der schwarzen, ja, Mohair-Version. Und dazu einen Rock, den ich noch steamen muss, der auch ultra, ultra alt ist von Arkit. Also ich glaube auch einer der ersten Kollektionen oder so, die sie hatten. Aber ja, der hat diese coole Form und diese, wollte schon sagen Hosentaschen, aber es sind eigentlich Rocktaschen, ne? Also ja, Polunder und Rock, und dann ziehe ich Stiefel an, weil ja einfach damit die Beine noch mal ein bisschen verdeckter sind, weil es ja noch nicht ganz so warm ist. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Also, so, Stiefel drüber. Über die Füße. So, und als Tasche nehme ich diesmal die kleine The Row 90s Bag. Ich hoffe, der Ton ist okay. Es schallt ja immer so sehr durch hier in den Raum. Aber naja, so ist jedenfalls dann mein
Outfit für später. Ich bin selber gerade am gucken, ob ich es gut finde oder nicht. Aber ja, eigentlich ist es ganz gut, mal ein bisschen was anderes für mich. Also ich trage ja nicht so häufig Röcke. Und ja, dann einfach Jacke drüber, aber ich glaube, die werde ich dann einfach bei der Garderobe abgeben. Und ja, mal sehen, ob ich nachher filmen werde. Gucken wir mal, wie es wird. Aber ja, zumindest habe ich euch schon mal mein Outfit gezeigt. Also, für mich geht's nach Paris und ich freue mich riesig drauf. Ich liebe einfach Paris. Ich bin aber leider nur knapp 2 Tage da und ja, deswegen gucke ich, was ich da anhaben werde. Also mein Outfit fürs Verreisen hin und zurück und für den Tag, wo ich Freetime habe, weil ich werde nicht viel packen, weil ich nicht viel Gepäck mitnehmen werde. Und ja, ich denke, ich habe mich entschieden. Ich nehme, wie so oft, diesen Strickpullover von Arket. Und dazu diese off-white-farbene Jeans von Rohe. Und ich kann das Wetter noch nicht ganz einschätzen, aber es soll wärmer werden. Und ich bin noch nicht so richtig im Warmwettermodus angekommen, aber ich werde auf jeden Fall dann Ballerinas anziehen, meine geliebten Chanel-Ballerinas. Und ja, das ist, glaube ich, ganz gut für so warmes Wetter. Es ist so ein bisschen strickmäßig, also ein bisschen warm, aber keine Ärmel heißt auch weniger schwitzen. Und ja, offene Schuhe, nicht offene Schuhe, aber Ballerinas, das ist schon so mein erster Step into Spring sozusagen. Aber ja, trotzdem muss eine Jacke dazu, weil, wie gesagt, kann ja doch irgendwie kalt sein und ich muss ja auch irgendwie auf dem Weg dorthin irgendwie passend gekleidet sein. Und in Berlin ist es halt noch arschkalt. Und ja, ich ziehe dann diesen mega, mega oversized Mantel an von System, den ich das letzte Mal in Paris gekauft habe. Den ich super cool finde. Manche Leute werden den bestimmt hassen, weil er eben so sehr oversized ist, aber ja, ich liebe den. Ja, das werde ich anziehen und dann habe ich eine neue Sache, die ich euch direkt dann zeige. Und zwar habe ich mir eine neue Tasche gekauft bei Net-a-Porter, weil ich da noch ein bisschen Guthaben übrig hatte. Und da habe ich dann diese riesige Tasche von Totem bestellt. Also riesig, riesig ist sie wirklich. Aber nicht ganz so riesig wie ein anderer Shopper, den ich habe. Den kann man hier so im Boden erstmal ausklappen. Und dann ist es quasi so ein großer Beutel mit diesem coolen Gurt, mit dieser Schnalle dran und ich liebe dieses Contrast Stitching und auch das Leder innen, super schön, aber gleichzeitig so super schön labbrig und cool und lässig. Ich mache mal kurz die Klammer dazu. So, keine Ahnung, wie meine Haare gerade aussehen, egal. Also ja, bei der Tasche dachte ich mir auch, das ist dann die perfekte Travel Bag, weil einfach alles da reinpasst und man sie aber gut wieder so zuquetschen kann, wenn man dann weniger Sachen drin hat. Also es ist jetzt dann für tagsüber auch super geeignet, für was auch immer ich denn machen werde. Und ja, passt auch gut zum Outfit. Ja, das fühle ich, glaube ich. Und dann nehme ich noch Sonnenbrille mit, die von Phoebe Philo. Ja, das wird dann mein Outfit für den Tag in Paris und auch mein Travel Outfit. Ich glaube, beim Verreisen werde ich statt den Ballerinas erstmal Stiefel anziehen, weil, wie gesagt, hier ist es halt super kalt und auch im Flugzeug und so. Und dann, wenn ich da bin, werde ich dann einfach die Stiefel gegen die Ballerinas tauschen. Das ist dann mein Outfit
für die Zeit da, außerhalb von dem Event. Ich bin nämlich eigentlich mit Massimo Dutti in Paris, aber habe davor halt auch einen Tag frei und kann machen, was ich möchte sozusagen und mich mit Freunden treffen oder was auch immer ich da machen werde. Und ja, ich freue mich schon. Why do you look at me in disbelief? It's alright. It's alright. Can't you hear what I just said, babe? You see my growing in your chest, babe. It's alright. It's alright. We're gonna let a wild blood rush all over this town, my dear. Something is wrong. It's alright. Ich glaube, ich habe das in diesem Video noch gar nicht erwähnt, aber Johannes hat ein neues Motorrad und es ist super, super cool. Also ich freue mich voll für ihn und wir wollen jetzt gleich so ein bisschen rumfahren und ja, dadurch, dass das Motorrad neu ist und so cool aussieht und so ein bisschen anders aussieht, bin ich jetzt schon so am Gucken, okay, ich muss dazu dann aber auch was Passendes anziehen und passe so mein Outfit quasi dem Motorrad an. Und ich habe jetzt das hier angezogen, ich drehe mal die Kamera um. Also das hier, ich habe es quasi in ganz dunkel gehalten, weil das Motorrad auch so ganz dunkel und ja, so ein bisschen gefährlicher aussieht. Also habe ich dann meine dunkle Close Jeans angezogen, weil die Jeans so lang ist, habe ich dann die Sock Boots von Arket dazu und dann so eine schwarze Bomberjacke von Philippa K. Die werde ich dann, glaube ich, zu sippen, aber ja, eine kurze Jacke ist auf jeden Fall viel, viel praktischer auf dem Motorrad. Ich ziehe zwar auch lange Mäntel an, wenn ich bei Johannes mitfahre, aber da muss ich die Jacke dann halt irgendwie so hochraffen und irgendwo hinstopfen. Und dadurch, dass das Motorrad jetzt neu ist und das auch für mich als Beifahrer so ein bisschen so eine Eingewöhnung ist, wie es ist, hinten drauf zu sitzen, nehme ich mal lieber eine kurze Jacke und meine Tasche ist dann die braune Vintage Bottega. Und ja, ich denke, das sieht cool genug aus dazu. Ich habe aber jetzt schon das Gefühl, dass mein Helm, das ist ja dieser hier, so ein süßer, retro aussehender, hellblauer Helm, ein bisschen zu süß ist dazu für das Motorrad und ich eigentlich so einen schwarzen, gefährlichen Helm bräuchte. Aber gut, es wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ja, das kam mir auf jeden Fall in den Sinn, so, das passt jetzt nicht mehr ganz so gut dazu. Aber egal, das werde ich jedenfalls jetzt anhaben.
So, und wir haben eine neue Folge von Was zieht Nisi zu einem Event an? Das Event heute ist von The Row im Woo Store, weil Woo Store jetzt The Row auch führen wird. Und ja, da machen die so ein kleines Event. Und ich freue mich riesig drauf, weil, wie ihr vielleicht schon wisst, ist The Row einer meiner Lieblingsmarken. Und ja. Also ist die Frage, was ziehe ich an? Da hatte ich auch erstmal kurz einen Moment so, oh, keine Ahnung. Am liebsten, also es wäre cool, wenn es irgendwie so warm wäre, dass man offene Sandalen oder so anziehen könnte, aber ist leider nicht so und deswegen habe ich hier so eine Zwischenlösung. Und zwar ziehe ich ja so Pumps an. Und ich wollte es nicht zu schick machen, weil am Ende ist es immer noch im Boostor. Also ziehe ich meine Jeans an. Zu den hohen Schuhen und eigentlich ist der Hauptbestandteil des Outfits der Trenchcoat von COS, den ich ganz cool finde, weil der hier so, der ist so hoch, halt so hohe Schlitze, dass man die Hände in die Hosentasche machen kann, durch die Jacke durch quasi. Und ja, dazu dann eine 90s Bag, die 90s Bag von The Row in der weißen Version. Und ja, ich glaube, ich werde einfach sowieso die ganze Zeit die Jacke anbehalten. Ich habe da drunter noch so ein Hemd an und eigentlich auch irgendwie Gürtel von The Row, aber ich glaube, ich werde einfach nicht die Jacke ausziehen und ja, das ist dann einfach mein Outfit. Und ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, keine Ahnung. Ja, also ich habe meine Haare jetzt diesmal ganz glatt gemacht. Ich habe die ja sonst immer so sehr luftgetrocknet mit so den natürlichen Wellen. Aber momentan sind meine Haare irgendwie in der Phase, dass die naturbelassen nicht sehr gut aussehen. Also ich habe vor allem hier so eine Stelle wegen Trichotillomanie und so. Da sind einfach so viele kurze Haare, dass es da manchmal so ganz komisch absteht und sehr, sehr auffällig ist, dass ich da komische kurze Haare habe. Und ja, deswegen dachte ich, wenn ich die glätte, fällt es ein bisschen weniger auf. Und irgendwie ist es auch mal ganz cool, die so glatt zu tragen und die sehen auch viel, viel länger aus dadurch. Und ja, vielleicht bin ich jetzt in meiner Straight Hair Face Era. Das ist jedenfalls mein Outfit für heute und mal gucken, wie der Abend wird. Und ja, schauen wir mal. So, ich habe gerade das neue 7 Days 7 Looks Video abgefilmt und will jetzt ein bisschen auf der Couch chillen und eventuell mein Handyspiel spielen. Und ich habe aber super Hunger und muss mir irgendwas zu essen machen. Aber ich glaube, wir haben halt fast gar nichts da. Mal gucken, was ich da überhaupt machen kann. Ja, ich habe hier alles stehen und liegen lassen hier. Hier sieht gar nicht mal so schlimm aus. Schlimmer sieht es eigentlich im Schlafzimmer aus. Obwohl, es sieht gar nicht mal so schlimm aus. Es ist eine geordnete Unordnung. Weil ich habe diese ganzen Jacken und Hosen aufs Bett gemacht, weil ich hiervon die ganzen Bügel brauchte. Und die Jacken mussten weg, weil ich hier dann meine ganzen Outfits hingehangen habe und den Platz halt brauchte. Und ja, weil ich die ganzen Sachen halt gesteamt habe und so, dann wollte ich die jetzt nicht irgendwie irgendwo hinlegen. Ja, und das dauert ehrlicherweise immer total lange, die ganzen Outfits zu steamen. Ich habe jetzt dieses Mal, ich glaube, fast 2 Stunden oder so gebraucht. Also okay, vielleicht mit ein bisschen Pause dazwischen oder so, aber ja, weil manche Teile auch so ziemlich hartnäckig sind, wie zum Beispiel so Hemden und so weiter, dauert das ultra lange. Aber ja, wie gesagt, ich setze mich erstmal auf die Couch und spiele so ein bisschen mein Spiel. Und ich habe das schon auf Instagram Stories erwähnt, aber ich habe ich habe am Ende 8 Outfits vorgeplant für das neue Video, obwohl ich ja eigentlich nur 7 brauche. Und habe dann ein Outfit jetzt rausgenommen, was ich dann eventuell beim nächsten Video einfach dann featuren kann. Ich habe so das basicste Outfit rausgenommen. Ja, mal sehen, wie das Video wird. Mit den Outfits an sich bin ich sehr zufrieden. Da sind so ein paar Outfits dabei, auf die ich mich so richtig freue, die anzuziehen, wenn es vom Wetter her entsprechend ist. Und
Ja, und dann gucken wir mal, wie es ist beim Schneiden. Und dann muss ich noch das Voice-Over aufnehmen. Hoffentlich schaffe ich das morgen, weil wir wollen übers Wochenende nach Rügen fahren zu den Eltern von Johannes über Ostern und so. Und ich würde das Voice-Over gerne hier aufnehmen, weil das vom Ton her einfach am besten ist und ich dann nicht auf andere Menschen oder so achten muss. Und werde das dann da übers Wochenende, glaube ich, komplett alles schneiden und fertig machen. Naja, ich hoffe, das wird alles nicht allzu lange dauern und ja, damit das Video dann pünktlich Sonntagabend wahrscheinlich online gehen kann. Und ja, wenn ihr dieses Video seht, dann ist es schon längst online gekommen, aber wie auch immer. Ja, ich spiele jetzt so eine Runde. So, bevor ich diesen Monat beende, gibt es noch einen ganz, ganz kleinen Serientalk, weil ich glaube, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Johannes und ich haben nämlich eine neue Serie angefangen. Die wurde uns von Emil und Erika empfohlen und zwar ist es Yellowstone. Und Yellowstone ist keine neue Serie, die gibt es schon seit ein paar Jahren und hat irgendwie 5 oder 6 Staffeln. Also wir sind da quasi schon sehr, sehr late to the party, aber ja, wir beide haben davon vorher noch nie gehört und ich wundere mich auch, warum in unserer Social Bubble oder im Internet nie jemand darüber gesprochen hat, weil im letzten Jahr war Succession irgendwie in aller Munde und ich habe es ja auch geguckt. Aber Yellowstone finde ich viel, viel cooler. Und warum ist das nicht so durch die Decke gegangen wie Succession? Weil es gibt auch so ein paar Parallelen irgendwie. Gerade am Anfang dachte ich, ja, so ein Vater, der irgendwie ein Imperium aufgebaut hat und dann dessen Kinder und was passiert dann da so? Ja, das war es dann, glaube ich, aber auch mit den Parallelen. Also es spielt in Montana auf einer Farm mit Cowboys und so und Kevin Costner spielt die Hauptrolle und ja, ich habe scherzhaft mal gesagt, wie Succession nur mit sehr, sehr viel Testosteron, also viele Fistfights und ja, aber da passiert einfach auch super viel und es ist so viel spannender. Wow, also es passiert wirklich krass viel irgendwie. Also ja, wir sind auf jeden Fall richtig hooked und voll am Durchsuchten, wie gesagt. Ich habe auch Daisy und Nies damit angesteckt. Ihr müsst es unbedingt gucken und die sind jetzt auch irgendwie dabei, das zu gucken. Das ist jedenfalls eine Serie, die wir momentan gucken und die ich jedem empfehlen würde, die auch so wie ich noch nie was von Yellowstone gehört hat. Also keine Ahnung, sind wir da irgendwie, waren wir da so ein bisschen unterm Stein oder gibt es auch einige von euch, die davon auch nicht gehört haben? Weil es gibt bestimmt einige, die denken so, oh mein Gott, du hast nicht von Yellowstone gehört oder das geguckt vorher. Keine Ahnung. Ist wie es ist. Das war Serie Nummer 1. Dann die andere Serie, die ich momentan ja gucke, das habe ich aber, glaube ich, auch schon einige Male erwähnt, ist ja Buffy. Buffy the Vampire Slayer. Für mich das erste Mal, dass ich Buffy überhaupt gucke. Also ich habe es früher, wo es rausgekommen ist, nie geguckt. Diese und ich waren da ja eher so Charmed Girls. Weil vielleicht konnten wir uns damit mehr identifizieren, weil das Schwestern waren und alle auch dunkelhaarig und so. Keine Ahnung, es hat dann irgendwie, hat vielleicht uns mehr angesprochen. Und Buffy halt nicht. Aber jetzt gucke ich halt. Ist teilweise sehr, sehr lustig, jetzt zu gucken, weil wegen den Special Effects und den teilweise sehr offensichtlichen Stunt-Doubles teilweise sehr, sehr lustig gewesen. Aber ja, macht Spaß, das einfach nebenbei manchmal zu gucken. Und ja, ich kriege aber jetzt schon Bock drauf, Charmed wieder zu gucken. Auch einfach wegen der Musik und ja, irgendwie so 90s Fashion und so. Naja. So viel zum Thema Serientalk. Das ja, war es auch mit dem Monat März. Ich kann ja jetzt schon mal anteasern, im April werden Daisy und ich nach New York verreisen. Für mich wird es ja das erste Mal New York sein. Also ich war vorher noch nie in New York, Daisy schon ein paar Mal. Aber ja, ich nicht. Und ich stelle mich jetzt schon mental darauf ein, dass ich so ein bisschen überfordert sein werde. Aber ja, wie gesagt, war zum Glück Daisy schon mal da und Anais lebt ja gerade in New York, die wir dann auch besuchen werden und mit der wir Zeit verbringen werden. Und ja, darauf freue ich mich schon. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, das wird dann eine Sache, die ihr dann höchstwahrscheinlich im April-Vlog sehen werdet. Und ja,
Das war so ein kleiner Teaser und damit, das war es jetzt dann auch mit dem Monat, dem Monatsvlog März. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!